Moin, meine herzallerliebsten Freunde, die sowas hier machen. Richtig, ich meine nämlich genau die ganzen raffgierigen Schmierhälse, die der Meinung sind, aus einer Feuerwehr Geld rauszuziehen, wie sie nur können. Ja, so viel, wie sie nur können. Haben, haben, haben. Wie so ein Parasit. Ja, es ist mir nämlich ein Fall zugetragen worden von einer freiwilligen Feuerwehr. Die hat nämlich Folgendes erlebt. Da ist nämlich einmal in einer Nacht unheimlich viel hohes Einsatzaufkommen gewesen, weil Unwetter gewesen ist und so weiter. Es war die Hölle los, ja. Das heißt, umgekippte Bäume, vollgelaufene Keller und was da alles passiert ist. Und dann ist es so gewesen, dass alle Einsatzfahrzeuge im Dienst waren und alle im Einsatz waren und weg. Und dann ist gemeldet worden, dass wieder mal irgendwo ein Baum auf eine Straße gekippt wurde, was natürlich eine Gefahrenstelle zur Folge hatte, logischerweise. Und dann hat sich ein freiwilliger Feuerwehrmann auf den Weg gemacht mit seinem privaten PKW, mit Pylon, mit Warndreieck, mit Blitzlichtern und so weiter. Also er hat wirklich alles mitgenommen, was zur Verkehrsabsicherung nun mal auch benötigt wird und was auch jedes Feuerwehrfahrzeug an Bord hat, und hat das aus dem Gerätehaus abgeholt und ist dann zu dieser Einsatzstelle gefahren, hat denn dort vernünftigerweise vorschriftsmäßig alles abgesichert. Und siehe da, es kam eine Motorradfahrerin, die hat denn die Einsatzstelle gesehen und war dann der Meinung, sich lang zu machen mit ihrem Motorrad. Okay, gut, kann passieren. Das wäre auch passiert, wenn da 25 Feuerwehrautos mit Blaulicht gestanden hätten und dann auch mit diesen selben Pylonen, mit den Blitzlichtern und so weiter diese Einsatzstelle abgesichert hätten. Nun ist diese Dame mit ihrem Motorrad gestürzt, es ist nicht wirklich was passiert und dann kam eigentlich das Unfassbare. Der Feuerwehrmann ist natürlich zu der Dame hin, um erste Hilfe zu leisten, die dann sagte, oh, eine ganz kleine Schürfwunde hier, Motorrad alles heil geblieben, wunderbar. Ja, und kurze Zeit später flatterte dann auch schon die Einladung vom Gericht ins Haus bei der Feuerwehr, dass diese auf Schadensersatz verklagt worden ist, nämlich Schmerzensgeld und so weiter. Ja, und Ende vom Lied ist, die Dame hat Recht bekommen, ja, weil sie ja gestürzt ist, weil dort diese Einsatzstelle gewesen ist und der Feuerwehrmann dort die Einsatzstelle abgesichert hat. Und sie hat irgendwie um die 3000 Euro Schmerzensgeld gekriegt, weil sie ja hingefallen ist. Genau, in einem Armel oder was? Das kann wohl nicht wahr sein. Da kann doch 25.000 Feuerwehrautos stehen mit Blaulicht und alles, was blitzt und lalülala macht da. Die wäre trotzdem auf die Schnauze gefallen, weil die nämlich zu blöd ist, um Motorrad zu fahren. Wenn man sowieso schon mal so, wenn er Motorrad fährt, wo irgendwelche Bäume auf der Straße liegen, das alleine schon. Das zeigt schon, dass da so viel Platz drin ist, dass da eine S-Bahn hin und her fahren kann. Meine Fresse nochmal, du. Krieg so einen Blutdruck, wenn ich sowas höre, du. Mann, Mann, du. Und dann auch noch die Freiheit besetzen, wie so ein Parasit, da die Kohle aus der Feuerwehr zu ziehen. Oh, ich bin hingefallen, weil der Feuerwehrmann war, der einfach nur seiner Tätigkeit nachgegangen ist. Um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen, da liegt ein Baumstumpf. Ja, der hat ihn dann nämlich so lang gehämmert, der hat ihn nämlich 25 Luftfragen gemacht über diesen Baumstumpf. Weil auch da wäre sie auf die Fresse gefallen. Und dann hätte sie den Baum verklagt, oder was? Und die kriegt auch noch Recht mit sowas, so. Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder was, so. In welchem Land leben wir hier eigentlich? Wie kann es überhaupt sein, dass irgendwelche Leute die Stadt darauf oder die Kommune verklagen können? Allein die Klage müsste schon abgewiesen werden. Aber sowas wird durchgewunken. Und dann kommt das ganz Große in die Zeitung. Frau stürzt, weil Feuerwehrmann da in seinem privaten PKW oder mit seinem privaten PKW und Hilfsmitteln eine Einsatzstelle abgesichert hat da. Sag mal, sind wir hier irgendwie falsch oder was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Fräulein, wenn du dieses Video hier siehst, doch. Meine Fresse nochmal, der zerreißt deinen Führerschein. Oder wenn es eine Plastikkarte ist, schmeiß sie im Müll. Zerstall die wieder eine Krankenversicherungskarte und setz dich bloß nie wieder auf dein scheiß Motorrad. Weil du bist nämlich hier die Gefahr für alle. Und dann schön die Kohle da raussaugen da. Kann doch alles nicht wahr sein, du. Fräulein, wenn ich sowas mit dir mal erleben sollte, dann zieh dich warm an, du. Ich mach erste Hilfe. Und dann kriegst du meine Ansage. Meine Fresse, du. Das ist doch keine Sau im Kopf, wer hast du? Krieg so einen Blutdruck, ey.